Das ist einer der Gründe, weswegen es wichtig ist, bei einer Reise ins Ausland die Adresse und die Telefonnummer der diplomatischen Vertretung des eigenen Heimatlandes irgendwie aufzuschreiben, mitzunehmen, griffbereit zu haben. Erstens mal können die einem helfen, wenn irgendwas ist, also wenn man seine Dokumente verloren hat oder so. Und zum Zweiten können die einem auch helfen, wenn jetzt so eine Situation eintritt wie jetzt hier. Ja. Ja, und wenn man so eine Situation erlebt im Urlaub, ist das Allerwichtigste, vernünftig zu sein. Wenn man sich's erlauben kann, gewisse Reisepläne einfach mal zu verschieben, an dem Ort zu bleiben, wo man ist, wenn es dort sicher ist. Oder wenn es nicht anders geht, die Reise auch ganz aufzugeben und nach Hause zurückzukehren oder so. In meinem Fall werde ich jetzt wohl mal abwarten. Das verzögert zwar alles, aber Sicherheit geht vor. Ich meine, es bringt nichts, wenn ich jetzt diese Sache mit dem Flug des Karabäus rausfinde. Ja, und dafür zwischen die Fronten von Rebellen und Regierung gerate. Naja. Ich werde mal hier bleiben und die Situation beobachten.